Ja, servus liebe Freunde und herzlich willkommen zur Fortführung vom letzten Video. Ja, selber da. Ich habe gerade das Material auf dem Computer hochgeladen, das habe ich ja im letzten Video gesagt. Also es ist jetzt keine 10 Minuten her, dass das passiert ist. Und ja, wir sind jetzt quasi bei den Vorbereitungen fürs Heu. Das Wetter schaut zwar aktuell jetzt nicht so aus, es ist ja, momentan trüb und recht windig. Wer sich jetzt fragt, ja, ist der jetzt blöd, will der jetzt mehr, wenn das so ist, könnte ja Regen kommen. Ja, für heute haben sie noch mal im Regen gemeldet, aber für nächste Woche soll es eigentlich schön bleiben. Hoffen wir es mal. Ich habe jetzt Urlaub genommen für nächste Woche, hoffen wir es mal, dass es so ist. Ja, ich habe im letzten Video schon gesagt, ich habe mit dem Vorher noch die Erbse gehäufelt. Zwischen steht der Krame da, mit dem Häufelfluch. Ja, und ihr seht da vielleicht, da ist was Rotes. Ich habe eine neue Maschine. Ja, die haben wir letzte Woche am Feiertag am Fronleichnam, Donnerstag geholt. Da waren wir in Thüringen, Höhe Apolda-Weimar. Ja, würden das Kassen der Ort genau? Gute Frage, weiß ich nicht. Na, wie hat's Kassen? Wie? Ist ja wurscht. Auf jeden Fall da oben irgendwie. Müsste ich jetzt gucken, weiß ich nicht. Ich habe mal vollautomatische Äpfellechmaschine gekauft. Mit? Naja, Fehlstellenautomatik könnten wir es fast nennen. Das ist das gute Stück. Das ist ein Gerät von Stoll. Steht hinter meinem schön restaurierten Eichepflug. Ha, schaut schon gut aus, das Flügler. Hätte ich übrigens noch einen, der ist zum Verkauf. Der blaue bleibt da. Das ist der mit Steinsicherung und mit Vorschälen. Und mein roter, also der nur die Federstoll schwingen hat, der wäre zum Verkauf. Ist ein wenig leichter, ist ein Eicher AG105Z. Also wer einen Pflug möchte, ich hätte einen zum Verkaufen. Den müsste ich aber noch ins Internet einstellen. Genau, ja, jetzt aber zu der Maschine. Das ist das gute Stück. Er arbeitet mit Ketten. Becherketten. Das sind ja Becher. Die laufen über die Ketten und getrieben werden die Ketten über das große Rad, oder? Also auf jeder Seite ist ja eins dran. So ein riesengroßes Rad. Treibt unten dann ein Zahnrad an. Das Zahnrad treibt die Ketten an. Die Ketten treibt wiederum ein Zahnrad an. Geht auf eine Wellen. Setzt da wieder ein Zahnrad unten drauf und da läuft dann die Becherketten drauf. Genau. Und die fährt quasi automatisch Kartoffeln von dem Behälter hoch. Das ist auch ein Behälter, da können auch noch Kartoffeln rein. Quasi, wenn von unten noch keine Kartoffel dabei ist, dann nimmt er da oben noch einen auf. So die Theorie. Müssen wir sehen, ob das so klappt. Ich habe sie probeweise mal mit meiner Äpfel probiert, aber naja, die Äpfel sind schon saumäßig ausgetrieben und außerdem keine richtige Sorte Äpfel mehr. Das war so eine bunte Mischung. Normalerweise Sorte Äpfel nimmst du ja relativ normaler, genormter Einheitsgröße. Sortiere ich ja eigentlich raus, habe ich ja auch gemacht. Aber ja, hatte ich da nicht mehr. Egal, war ja nur zum ersten Versuch. Einiges Gongbohr gemacht und den Ding, alles frisch abgefährt da oben. Da habe ich es erweitert, ausgeschnitten. Der Sechter ist mit der Flex gemacht worden. Eigentlich wurde es da unten zu end, quasi auf der Höhe. Das Blech ist durchgehend gewesen. Das war die maximale Spannung. Die hat aber nicht ganz ausgereicht. Die Ketten, die waren da doll schlaff drin. Das hat mir nicht gefallen. Jetzt sind sie auch besser gespannt. Könnte ich noch mehr spannen. Geht über das da oben. Lässt sich auch von Hand spannen. Überhaupt kein Thema. Zack. Aber ich habe es jetzt nicht so stramm gemacht, dass es schön läuft. Schön leichtgängig läuft. Genau. Normalerweise da sind dann auch noch Federn drin, falls ich einmal was verkeile, dass das Ganze ein bisschen ja, Luft kriegt. So schaut das Ding aus. Ich kann den, ja, wie sagt man dazu, die Häufelschore hinten, die Häufeldelle, kann ich da mit ausheben, jeweils auf jeder Seite und auch vorne den Spur anreißen. Oder besser gesagt, die Vorschäle, die quasi in Chrom für die Äpfel machen. Und das Ding hat was ganz Besonderes, einen Hangausgleich. Darf ich jetzt nicht machen, weil dann hat mein Aggeschiener vor dem da dran. Das ist ein Hangausgleich. Ich kann das Ding zusammendrücken und dann ziehe ich es rüberwärts und dann kippt die Maschine im Ganzen so rüber oder so rüber. Und dann kann ich quasi auch am Steilhang da
theoretisch abfliegen. Habe ich einmal probiert, habe ich Bilder auf dem Handy, habe ich auch in meine WhatsApp-Gruppen reingestellt. Also da könntest du theoretisch richtig Hong machen. Null Problem, da ist eher dann, ja, wenn du keinen Bock mehr hast, auf dem Bulldog zu sitzen. Ja, ausschalten kann man den Antrieb über die Hebel, wird ausgekuppelt. Dann kannst du das Rad oder Dreher, aber der Antrieb läuft nicht mehr mit, legt keine Kartoffeln mehr. Du könntest zum Beispiel Spuren und Zeichner für meiner Futterrüben zum Beispiel. Das geht dann da mit. Genau. Das ist die neue Maschine, die ich gekauft habe. Hat kostet 470, habe ich jetzt gezahlt. Ja, 480 wäre es auch drin. Ich habe 10 Euro jetzt quasi im Grunde handeln können. Ja, ist jetzt nicht die Welt. Um Gottes Willen, aber ich tue mich nicht ab. Die ist in gutem Zustand. Die funktioniert vermutlich doch. Also er hat damit heuer noch einmal gesteckt gehabt. Hat mal gezeigt, wo er gesteckt hat. Also konnte mir jetzt eigentlich nichts sagen. Ja, werde ich im nächsten Jahr sehen. Wenn jetzt auch eigentlich auch sagen, ja, warum kauft man sich eine Maschine, wenn man sie gar nicht einsetzen kann. Es hat halt gepasst. Die war jetzt gerade im Angebot, die hat es jetzt gerade gegeben. Die war gerade im Internet drin, die wohnt nicht so weit weg. Und dann schlägt man halt zu und wartet nicht wieder, weil ich rede jetzt schon so viele Jahre, ich möchte mal vollautomatische Legemaschinen kaufen. Und so viele Jahre legen wir trotzdem mit der anderen. Die eine funktioniert, ist ja kein Frage. Aber du brauchst halt immer zwei Monate, die noch dabei sind. Auf der Maschine könnte ich theoretisch auch eine Person mitführen. Oder bei Bedarf zwei, wenn sie Lust hätten. Die müssten nur den Legevorgang dann überwachen, wenn sie mögen. Na, komme ich am Flug vorbei. Das nehme ich da hinten. Momentan hochgeklappter Brett. Auf dem kann man draufstehen. Kann dann theoretisch mitfahren. Und kann dann von hinten bequem, wenn einmal zwei Kartoffeln drauf sind, oder falls doch einmal keiner drauf ist, einfach Kartoffeln nachlegen oder die Kartoffel flupp, da mit dem Finger runterschmeißen. Die Seiten können vielleicht noch mehr gespannt werden. Ja, schauen wir mal. Wie gesagt, das ist aber keine Pflicht, geht normalerweise ohne. Ich wollte mir es einfach ein wenig einfacher machen, deswegen habe ich das Ding. Typenschild habe ich leider keins. Ich weiß nicht genau, was es für Typ ist. Ich weiß bloß, dass es von Stoll ist. So viel ist sicher. Ich weiß vom Vorbesitzer, dass es ursprünglich einmal in Mecklenburg-Vorpommern auf einem großen Betrieb gelaufen ist, auf einem großen Gutshof. Und da hat sein Dienst getan. Ja, Ausschauer tut es irgendwie so wie, naja, Vorgriech mit dem großen Eisenrad. Ist halt ein bisschen lanisch wie die Kramer-Kartoffellegemaschine. Die sind ein wenig filigraner gebaut. Haben wir andere Fehlstellenautomatik, aber das war mir jetzt im Endeffekt wurscht. Die Fehlstellenautomatik von Krame, ich habe ein wenig Videos geguckt, wenn du diesen Hebel hast, der oben drauf immer in die Ketten reintippt und quasi guckt, ob Kartoffeln sind, der macht auch gerne mal, dass die Kartoffeln dann einfach rausgezogen werden. Also der setzt drauf ab auf die Kartoffeln und die Kartoffeln beim wieder hochklappen von dem Hebel rollen sie auch noch hinten raus und du hast da keine Kartoffel gelegt. Ich bin normalerweise ein relativ perfektionistischer Mensch, was das angeht. Weil mir müssen eigentlich an jeder Stelle Äpfel sein. Kriegst nicht immer hin, ist klar, aber so gut wie möglich. Und deswegen habe ich mir gedacht, nee, das Ding, da sagt mir mehr zu. Weil da kannst du auch höchstens sagen, dass zwei oder drei Äpfel drauf sind, aber die Wahrscheinlichkeit, dass keiner drauf sind eher gering. Und für meine paar Äpfel wird es mir länger, wie gesagt. Ja, so eine Anschaffung hätte es vielleicht nicht unbedingt gebraucht, hätte man sich sparen können. Aber haben ist besser als brauchen, sagt man so schön. Und was ich habe, habe ich. Genau. So. Das wollte ich euch jetzt noch zeigen. Und jetzt hängen wir mal das Mähwerk an. Dann fahren wir einmal ums Feld rum. Zweimal ums Feld rum und um die Wiesen. Ich mähe nämlich nicht alles, sondern nur ein Tal. Und dann wollten später eventuell die Jäger mal durchlaufen, wollten das Ganze absuchen. Dann wollte ich noch ein paar Tomaten stecken, blauer Plastiksäcken einstellen. Und morgen ist dann eigentlich auch gedacht zum Meer. Also ich hätte ja eigentlich gedacht, man sucht dann die Wiesen lieber direkt vor Meer ab, aber gut, wenn die Jäger sagen, die suchen sie auch jetzt ab. Ich habe gesagt, ich will morgen erst Meer nicht heute, weil heute sollen wir mal reinkommen. Und bevor ich es jetzt mähe und dann ist es gleich wieder nass, dann mähe ich es lieber morgen früh irgendwann. Wenn es dann theoretisch warm werden soll, weil dann kannst du den ganzen Tag gleich liegen. Und nicht in der Nacht, dass es noch einmal draufrängt und dann hast du da unten drin das Wasser und das kriegst du dann schlecht raus. Ja, schauen wir mal. Wird sich zeigen. Hängen wir mal das Mähwerk an, da machen wir was und dann sehen wir schon.
Thank you.
So, Sonntag haben wir mittlerweile, gestern Abend ist angemäht worden und die Jägerschaft ist durchgelaufen. Das Anmäher ist auf Wunsch der Jägerschaft gegangen, quasi außenrum, dass man Unruhe reinbringt und dann ein paar Tomaten stecken, siehe hier, mit blauer Mülltüten ringsrum aufgestellt. So war die Anweisung, soll ich noch Möglichkeit machen. Die haben alles abgesucht, haben gesagt, da sind der Kamille drin. Es ist so dicht, da haben sie überhaupt nichts gefunden, weder eine Loche oder sonst irgendwas, gar nichts. Und die Flächen da unten, die Wiesen, ja, ich bin schon fleißiger Mäher. In der Wiesen da hinten, da waren ein paar Loche, aber kein einziges Reh, kein einziges Kitz. Quasi das Anmäher hat es auch schon verdrehen. Toi, 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 hoffentlich. Kann man bloß hoffen, dass alles gut geht. Ja, ich habe jetzt angefangen zu mähen von innen nach außen. Es schaut jetzt zwar nicht so aus, aber ich bin vorhin da der Armok wieder durch. Dann habe ich da und da gemacht. Und jetzt mähe ich da nochmal einen Strafenhieb. Und dann fahre ich da nochmal quer durch. Und dann geht es noch einmal von innen nach außen. Ob es was bringt oder nicht, weiß ich nicht, aber man probiert es einfach. Ja, die andere Fläche oben ist schon. Vorher kommt mit dem KL 300. Der ist am Wenden.
um keine Ahnung wie spät. Ja, mittlerweile fast eins, drei Viertel eins ist. Ja, ich bin schon wieder seit. Naja, ich habe vorher gespart. Das aller Länge. Naja, ich schätze eineinhalb Stunden jetzt drüber. Ich habe jetzt auch schon mal die Flächen drüber gewinnt. Langsam mit viel Drehzahl, dass das Zeug auch schnell Druck machen kann. Film glaube ich es nicht. Ja, mit dem Kreisel hier drüber, das dauert halt ein wenig. Und nachdem wir jetzt ein paar Zinken Akku verloren hat. Ja, die sind gestern schon verloren gegangen. Naja, ist halt nicht so sauber wie sonst. Ich schau, dass ich mich auch hinkriege. Ja, die erste Ablenkung ist fertig, die zweite Ablenkung folgt zugleich, das ist die. Und dann sind wir mit den Wänden durch. Ja, dann schauen wir mal. Wünsche ich euch jetzt viel Spaß.
Freunde. Mittwoch ist es mittlerweile, kurz noch Dreier. Ja, ich habe heute auch noch eine Durchfahrt, gestern Durchfahrt, heute Durchfahrt. Jeweils A-Moll, so auf 11 Warum angefangen und so auf ja, 1,5 Warum immer fertig gewesen. Ist doch ein ganz schöner Flächenraum jetzt im Felsen. Ist mal ein bisschen da drüber. Geht halt nicht in 5 Minuten. An der Kreisleier hat jetzt kannst du auch große Arbeitsbreiten. Ja, ich bin jetzt mit IHC unterwegs, ich gehe jetzt schon. Aber nicht das. Das bleibt noch einmal liegen, da sind sehr viel dickere Stängel drin, die einfach nicht gucken werden. Ich will kein Risiko eingehen. Also lassen wir das lieber noch einmal liegen. Vielleicht noch nicht die Runden zwei Eier können gehen. Wir fahren jetzt runter auf die anderen Wiesen, weil die so weit kann ich.
Kugel. Ich bin nicht so besser.